Square Enix. Final Fantasy 13, liebe Freunde. Ich freue mich wirklich, dass ich euch diesen Titel mal präsentieren darf. Es ist wahrscheinlich, also es ist für mich auf jeden Fall das erste Let's Play, was ich vermutlich schon vollkommen durchgezockt habe, bevor ihr diese Folge sehen werdet. Also wir haben jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht im Datum vertue, den 22. Juni 2013. Und ich produziere dieses Let's Play einfach schon mal im Voraus. Ich bin der Jay nochmal, umgesagt. Ich präsentiere dieses Spiel im, oder nehme dieses Let's Play schon mal im Voraus auf, weil ich dann im Rotationsjahr bin. Das bedeutet, dass ich dann also für die Uni relativ wenig Zeit habe, auch irgendwelche Let's Plays aufzunehmen. Zumal ich dann für ein halbes Jahr in Weze bin, da wo ich herkomme, da wohne ich dann halt und wir haben dort keine gute Internetleitung, sodass ich die Videos nicht hochladen kann und jemand anders die hochladen wird. Deswegen, wie gesagt, alles in Vorproduktion und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe das Spiel schon einmal gespielt, allerdings nicht ganz durch und ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange. Ich kann mich auch an ehrlich gesagt gar nichts erinnern. Das ist 2010 irgendwann erschienen, da habe ich es dann gezockt. Also es ist schon dementsprechend lange, 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 lange her. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt unser neues Spielchen und rocken mal richtig hart die Butze. La de Vorgang. Ich bin Final Fantasy Fan, seit ich Teil 9 das erste Mal damals gespielt habe. Da habe ich Teil 7 gespielt, Teil 8 gespielt, Teil 10 gespielt und Teil 12 gespielt.
The 13 days after we awoke were the beginning of the end. Serious? Be quiet. Best of luck. She did it! So far, so good. They all want to fight. Hey. Good for them. Die Inszenierung ist mal wieder meisterlich, wie man es eigentlich echt von jedem Final Fantasy Teil kennt. Filmer, also diese Zwischensequenzen sind einfach nur pornös. Man muss wie gesagt bedenken, dass das von 2010 ist und die Grafik für damals einen so dermaßen oder mich so dermaßen geflasht hat. Das war schon richtig hammermäßig. Ich find's auch jetzt immer noch geil, die Grafik. Irgendwie ist sie halt rund. Kann er sagen, was er wollt. Das Kampfsystem, da kann man sich drüber streiten. Mal gucken, wie es dann im Laufe des Let's Plays wird. Aber ich glaube, es wird ganz cool. Ich würde sagen, wir machen die mal platt hier, ne? Ja, sicher. Weil das ist eigentlich so eine Mischung aus noch Teil 9. Man kann sich nicht mehr groß selber bewegen zurzeit. Nee. Ich weiß es gar nicht. Grundlagen des Kampfsystems. Ja komm, wir machen nochmal das Tutorium. Keine Ahnung. Die Kämpfe laufen ohne zeitliche Unterbrechung ab. Mit voranschreitender Zeit füllt sich der ATB-Balken. ATB-Balken, Active Time... Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall, der Balken da links unten füllt sich jetzt und dann können wir attackieren, wenn er voll ist.
Die Fertigkeiten werden im Kampfmenü ausgewählt, entweder automatisch oder im Menüpunkt Attacke oder manuell über den Menüpunkt Fertigkeiten. Am oberen Bildschirmrand werden Erklärungen zum Kampfmenü und zu den Fertigkeiten eingeblendet. Genau, so, jetzt wählen wir erstmal die Attacke aus und greifen den Manasfin Mechatron an. Alles klärchen. Ja gut, XXX, das kennen wir, das jetzt kriegen wir hin. So. Das ist... Alter, der wehrt halt die ganze Zeit ab, die Sau. Wir können auch die Fertigkeiten auswählen. Wir haben noch einen Rundumschlag, den wir theoretisch benutzen können. Mal gucken, was der so kann. Der braucht dann zwei von diesen Balken. Eine Attacke braucht nur einen. Okay, macht 52 Schaden. Ich glaube, die zwei Angriffe machen insgesamt mehr Schaden. Ja. So, erster Kampf. Finished. Aber es gibt nicht auf dieses Stück Dreck. Jetzt solltet ihr euch verpieseln. Chocobo! This thing won't give up. Okay, Runde 2 am Start. Diesmal machen wir ihn platt. Ja, das geht wieder weiter hier. So, zack. Greifen wir erstmal. Wir können halt noch nicht so viele Sachen machen. Deswegen greifen wir halt die ganze Zeit an. Den Ionenstrahl müssen wir halt erdulden. Aber so viel Schaden macht der Scheiß ja auch nicht. Geht noch klar. Das ist immer schön am Anfang. Weißt du, es ist so gechillt, die Battles. Da muss man nur ein bisschen X drücken. Und dann gewinnt man das. Das wird später doch relativ fordernd. Zumindest meine ich, das so im Kopf gehabt zu haben. Ja, ja. Machen wir nochmal deinen Ionenstrahl, aber danach ist viel Schicht im Schacht. Wir haben zwar noch 53 Leben, aber das... Lol, der macht den nochmal. Alter, jetzt soll sich aber bald beeilen. Puh. Das war ja dann doch noch relativ knapp. So, wie ist das? Wir haben eine Zeitvorgabe. Da haben wir eine Kampfdaueranzeige. 1 Minute 13 haben wir gebraucht. 2 Minuten 6 ist die Vorgabe. Kampffaktor. Dann kriegt man Punkte dafür und einen Rang. Ich weiß zwar nicht genau, was ich mit dem Rang anzufangen habe. Keine Ahnung. 6 Heiltränke. Auch sehr schön. So, und jetzt ist es aber hier vorbei mit dem Ding. Und tschüss. Ganz schön hartnäckiges Etwas. Oh, er ist auch schon ganz schön fertig. We did it. Aren't you supposed to protect civilians, soldier? I mean, you are Sanctum, aren't you? What are you doing trying to stop the purge? Why don't you tell me that? I was a soldier. Hey, where do you think you're going? Man. Chocobo, we just can't catch a break, can we? Yeah, that's a good question. Oh well, I better follow her. I'm getting too old for this. Da mal ins Brückland der verbotenen Zone. Oh ja. Jetzt kann man nämlich ein bisschen selber steuern, ja. So, Kamerastellung. Ich will die nicht invertiert haben. Ja, ich will die anpassen. Warte mal. Ne, ich will nicht beides invertiert, so beides Standard. Hä? Ach so, Moment, die zeigt's mir dann.
Wenn ich nach oben gucken will, will ich auch nach oben drücken. Ja, genau, das möchte ich. Ja. Bitte. So, im Tutorial. Ja, wir können im Datenlog die angucken. Gucken wir uns mal die Daten an. Hier haben wir unser Menü Charakterinfo. Hier haben wir unsere Lightning. Der quasi Haupt... Na, eigentlich weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, dass es der Hauptcharakter ist. Das sind irgendwie alle Hauptcharaktere dieses Mal. Und hier haben wir den guten Saas. Oder Saf? Ne, Saas. Saas. Fertigkeiten gibt es, glaube ich, nicht so viel Spannendes. Er kann angreifen und unsere Umschlag. Ausrüstung haben wir auch nichts Spannendes. Datenlog. Die Geschichte, die lese ich auf jeden Fall vor. Die Rebellion gegen das Schicksal. Zusammen mit anderen Bürgern Cocoons werden Lightning und Saas in einem Zug in Richtung Exil abtransportiert. Aus ihrem friedlichen Leben gerissen, versinken die Zuginsassen in Verzweiflung. Nur Lightning fordert das Schicksal heraus. In einem Augenblick der Unachtsamkeit überwältigt sie die Wächter. Von ihrem Heldenmut angetrieben greifen auch Saas und die anderen Insassen zu den Waffen. Unter heftigem Beschuss des Militärs erreicht der Zug Brückland. Mündungsfeuer erhält die Brücken. Saas befragt Lightning nach ihrer wahren Absichten, doch sie hält sich mit Antworten zurück. Statt zu reden, wirft sich Lightning ohne zu zögern in den Kampf. Welches Ziel verfolgt sie? Das wissen wir alle nicht. Die Grundsteuerung werde ich mal eben kurz einmal schnell durchgehen, damit wir hier den ganzen Scheiß haben. Das ist eigentlich nichts Besonderes, was wir so wissen müssen. Das kann ich auch so erklären. Es ist auch eigentlich selbsterklärend, ehrlich gesagt. Kampfsystem, bla bla, das haben wir ja auch. Menü. Menükarte kennen wir alles. Datenlog-Hilfe auch. Kameraeinstellung haben wir auch. Gegnerdatenbank, okay, die lassen wir. Das ist eh riesig. Ja. Wir starten jetzt einfach mal los. Wow. Also ich finde schon gesehen, wenn man sich die, also die Grafik ist schon geil. Also ich finde, das sieht schon ziemlich fett aus. Also mich flasht es immer noch, ehrlich gesagt. So, hier können wir jetzt erstmal speichern. So, wir legen dafür einen neuen Speicherstand an. Für unser schönes LP. So, wir haben den 22.06.14.50 Uhr. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch Geschäfte, aber hier können wir bestimmt nichts einkaufen. Im Drogeriemarkt Einhorn. Ui, süß. Ja, Heiltränke haben wir genug. Brauchen wir nicht. Los, go, go. So, dann lauf mal eine Runde Lightning. So, Gegner. Unterwegs lauern zahlreiche Gegner. Je nach Wachsamkeit und Sensibilität sind sie in der Lage, feindliche Einheiten schnell und präzise zu lokalisieren. Sobald einer der Gefährten von einem Gegner geortet wird, beginnt die rechts oben im Bildschirm eingeblendete Navi-Karte zu blinken, um die sich anbahnende Gefahr zu signalisieren. Bei Kontakt mit dem Gegner kommt es unweigerlich zum Kampf. Und da ich kämpfen will, rennen wir doch direkt mal in den Gegner rein. Und testen mal hier den Rundumschlag. Der müsste nämlich beide treffen. Arr. Und die klatschen wir weg. Peng. Nice. Das geht schnell. Das gibt bestimmt 5 Sterne. Haben wir nice. 10 Sekunden haben wir gebraucht. 19 Sekunden hätten wir Zeit gehabt. Und wir kriegen so noch einen Heiltrank. Das ist aber nett. Was das ist? Wow, wow, wow. Eine dicke Explosion ist das. So, hier, das ist, wenn man hier diesen Kreis da sieht, das ist ein Sprung. Also machen wir den Sprung nochmal. Kommen wir auf die andere Seite. Oh, und weiter. Du willst mich wohl loswerden, was? Dann kriegen wir eh nicht los. Nein, Saas ist cool. So, erstmal wieder schönen Rundumschlag. Ah, scheiße, der hat jetzt nicht getroffen. Egal. Psycho-Pionier A ist weg. Psycho-Pionier B auch. Der Anfang ist halt immer easy. Guck mal, auch in 10 Sekunden. Gar keinen Unterschied, ob wir jetzt den Rundumschlag treffen bei beiden oder nicht. Gießi ist aber... Lol. Aber geil, wie wir um die rumgelaufen sind. So, jetzt aber. Jetzt lohnt sich's bestimmt. Wenn man die Dinger trifft. Ach guck mal, wir können sogar nochmal machen. Ah, okay. Hat er getroffen? Ich glaube schon.
Hier, zack. Nice. Und den nächsten. Ach, der ist schon weg. Zess räumt halt auf. Wir können halt nur einen dann steuern. Zurzeit können wir nur die Lightning steuern. Ist aber auch nicht schlecht. Die ist eigentlich eh ganz cool. Das ist ein Kriegsgebiet. Ne, echt? Hier ist dicke Ballerei und alles. Schatztruhen gibt es hier nicht in dem Teil. Dafür gibt es hier so coole Bälle, die hier rumfliegen. Die einen Heiltrank enthalten. Ja, vielen Dank. What the fuck? Hier ist gute Fliegerei. Not wanting to get purged, I get. But taking on trained soldiers? Better to die than get sent to Pulse. It's hell with the brimstone. Yeah, well, hell's not sounding too bad. Because this place ain't exactly paradise. Domesticated peacekeepers. Nothing to worry about. Well, maybe not for a soldier girl, but I'm trying to say... Hey! Mit dem Kopf nach vorne. Bumm. Diese komischen Hündchen, Roboterhunde machen wir auch platt. Aber erst ein Psycomp wie Pionier. Mein Gott, ich habe hier heute einen kleinen Zungenbrecher am Start irgendwie. So, wenn wir nicht oft genug zuschlagen, sieht man oben rechts, sind die im Schock, dann kriegen die doppelt und tausendfachen Schaden und hast du nicht gesehen. Dann sind die ziemlich schnell weg und die greifen, glaube ich, langsamer an. Also Schock ist eine ganz wichtige Sache in dem Final Fantasy Teil. 1:08 hätten wir dafür gebraucht. Alter Vater. Das ist aber lang. Dies ist aber lang, du. So, hier haben wir wieder was Schönes zum Öffnen. Immer jede Ecke nachschauen. So wie es sich bei einem RPG halt gehört. Huch, jetzt muss ich erstmal durch. Kein Grund rum zu rempeln. Warum? Wenn du im Weg stehst, das. So, komm, dann speichern wir nochmal eine Runde. Ah, ne, nicht 9 hier, so zack. Überspeichern. Und weiter. Komm. Jump, jump. Everybody jump. Yeah. Oh, guck mal, da war ein Gegner, den hab ich gleich gesehen. Oh, der hat einen Fliegenden bei sich. Den Luftaufklärer erstmal platt machen. Immer die Dicken erst. Zumindest gehe ich immer ganz gerne erst auf die Dicken. Auf die vermutlich Dicken. Ups, ich wollte eigentlich dick angreifen. Ohne Rundumschlag. So, und dann machen wir noch den letzten platt. Von hinten in den Rücken gestochen. Weg mit dem. Jawohl, wir bleiben aber auch bei den 5-Sterne-Rängen hier. Leck mich am Arsch. So, hier kann man auch nochmal hoch. Ist auch sogar was. Mach auf. Nice, ein Eisenreif. Den können wir direkt mal anlegen. Ah, das wird wahrscheinlich ein Accessoire sein. Irgendwie hat man diesmal nicht so viel zum Anlegen. Immer nur ein Accessoire und eine Waffe. Ist aber auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht... Ja, keine Ahnung. Hm, ist schon ein bisschen abgespeckt. Aber ist jetzt nicht eine Sache, die mich jetzt unendlich lang stört, ehrlich gesagt. Solange das Feeling in dem Spiel richtig gut ist... Oh, guck mal, da unten kämpfen sie richtig hart. Gegen so ein Riesenvieh. Wow! Dann haben sie ganz schön auf den Sack gekriegt da unten. Ist natürlich unschön. Erstmal wieder die nächsten Pioniere plätten. Ich weiß gerade gar nicht, wie man Level steigt. Wow, nice. Das war schön. Und nochmal direkt einen hinterher setzen. Jawohl. Zwei Attacken und weg. 9 Sekunden, nice, neuer Rekord. Fastest Slap. Sozusagen. Würde man in der Formel 1 sagen. Preemptive Strike. Rebels. So much for the element of surprise. Ja, kein Präventivschlag, aber wir werden angegriffen. Gegenstände. Ja, jetzt kriegen wir Gegenstände erklärt. Die ich dauerhaft immer benutzen kann, oder?
Mit Gegenständen wie zum Beispiel Heiltränken können im Kampf verlorene TP geheilt werden. Wähle den Menüpunkt Gegenstände, um die im Kampf verwendbaren Gegenstände anzuzeigen. Machen wir das doch. Heiltrank. Ich kann Heiltrank auswählen, will ich allerdings eigentlich gar nicht. Aber okay, wir benutzen ihn einfach mal. Der heilt alle gleichzeitig und wenn Lightning verreckt, dann ist Game Over. Okay, check ich. Auf dem Pantheron. Bei Rundumschlag, ich weiß nicht, ob sich das so lohnt bei einem, bei zwei Gegnern. Weiß ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Aber wir müssen uns auch gar nicht heilen. Ich weiß gar nicht, warum dieses Tutorial jetzt da eingeführt wird. Haben wir doch gut geklatscht. Hätten wir auch gar kein Leben brauchen müssen. Ist doch alles Verschwendung hier. LOL! Wow! Alter Schwede. Da ist die Brücke hin. Do we turn back? There's no time. Then what do you suggest we do? Quiet. Hey, wait! No, no, don't leave me. Let go. No, hell no, you're my only way out of here. Hey, that might get us across. Right there. Right? Looks that way. Zess ist so ein kleiner Angsthase, der nicht alleine sein will. Und Lightning ist halt die unfassbar krasse Draufgängerin. Die halt alles klatschen möchte. Neue Daten erhalten. In der Geschichte sogar. Mitten durch Schlachtfeld. Viele Menschen sollen aus ihrer Heimat in die schreckliche Unterwelt verbannt werden. Sie sind Opfer der Purgation. Aus Furcht vor der Unterwelt wagen sie, sich der Purgation zu widersetzen. So rebellieren auch die Häftlinge in dem Purgationszug, nachdem Lightning die Wächter ausgeschaltet hat. Doch Brückland, wo die Zugfahrt je endet, hat sich in die reinste Hölle verwandelt. Das Militär, das für die Durchführung der Purgation verantwortlich ist, greift die Rebellen erbarmungslos an. Zielstrebig macht sich Lightning daran, das Schlachtfeld zu durchqueren, mit oder ohne Zess. Der Weg zum Ziel ist zerstört, doch davon lassen sich die beiden nicht aufhalten. Oh yeah! Genau so sieht's aus. Sagt die Tipps, Umgebung, Gegner. Achso, ja, alles klar. Gegnerdatenbank. Ja, ey, komm, das ist halt, ne? Es lohnt nicht, sich die ganzen Dinge anzugucken. Ah, da haben wir noch die Pantherons. Die machen wir natürlich platt. Das lassen wir uns nicht entgehen. Jetzt lohnt sich der Rundumschlag auch derbst. Und zwar auf den da in der Mitte. Da ungefähr jeden trifft. Dann können wir ruhig weitermachen. Ja, jetzt kriegen wir auch dick Schaden, muss ich sagen. Natürlich uncool. Erstmal den Pionieren platt machen. Na, noch ist Zess am Start. Ah, das überlebt er auch. Vor allem, wenn die jetzt erstmal auf mich gehen. Ist ganz gut. Ah, scheiße, ich wollte gar keinen Rundumschlag machen. Ah, okay, macht er jetzt auch nicht. Ja, man kann halt sich vorgegebene Angriffe aussuchen. Also die sind da vor dem Spiel vorgegeben. Oder man sucht sich selbst raus. Wir haben einen Reißzahn erhalten, alles klärchen. Hey, erstmal speichern. Immer speichern. Speichern ist immer gut. So, komm, einen Speicherstand können wir noch weitermachen. Heute ist ja die erste Folge, die wird mal was länger. Was müssen wir hier aktivieren? Ah ja, genau. Ja, immer so schön moderne Konsolen, so gehört sich das. Ich frage mich, überlege mir gerade, was so das beste Final Fantasy für mich war. Ich glaube 10 und dann 9.
Jetzt gibt's natürlich welche, die wirklich gerne die 7er gezockt haben, oder das war mir damals etwas zu altmodisch, als ich es gezockt habe zum ersten Mal. Weapons down. I'd hate for this to turn ugly. Turn ugly? He wants to kill us without a fight. Time's up! Der ist schon cool, dieser weiß ich nicht was. Sieht zumindest ziemlich cool aus. Serienbonus und Schocktutorium. Ja, das kennen wir ja schon. Wähle Attacke oder zweimal angreifen. Auf dem Psi kommt Marodeur aus. Den wollen wir nämlich in Schockzustand bringen. Gut, dass das jetzt nicht funktioniert hat mit dem Rundumschlag. Die Anzeige hat sich in die obere rechte Bildschirmecke verschoben und der Serienbalken hat sich etwas gefüllt. Durch eine Serie von kurz aufeinanderfolgenden Angriffen füllt er sich immer weiter und die Prozentzahl darunter steigt. Beim Gegner verursachter Schaden wird mit der Prozentzahl multipliziert. Steigende Prozentwerte zeigen den Serienbonus an. Je öfter ein Gegner getroffen wird, desto mehr Schaden verursachen die Angriffe. Versuche durch aufeinanderfolgende Angriffe den Serienbalken beim Psycho-Marodeur vollständig zu füllen. Machen wir das doch. Wir aber mit Angriffen. Wir wollen ihn ja auch schön in Schock bringen. So wie wir es jetzt geschafft haben. Sobald der Serienbalken durch Angriffsserien vollständig gefüllt ist, versetzt ein weiterer Schlag den Gegner in Schock. Angriffe auf einen Gegner in Schock verursachen enormen Schaden. Besonders gegen einen starken Gegner ist eine clevere Taktik, mit flinken Angriffen und den Serienbonus zu erhöhen und den Gegner in Schock zu versetzen. Allerdings sinkt der Serienbalken wieder, nachdem ein Gegner in Schock versetzt wurde. Ist der Serienbalken vollständig geleert, so erholt sich der Gegner von dem Schockzustand. Das natürlich weniger geil ist, aber jetzt schocken wir ihn mal kaputt hier. Das macht natürlich richtig viel Schaden. Achso. Klar. Angriff. Go, go. 209 extra Schaden. Ne, 209% des normalen Schadens. So. 100% des Standard. Das ist schon cool. Dann ist es sofort um ihn auch geschehen. Und dann können wir uns um den Rest der Würstchen hier kümmern. Ist das eigentlich ein Endboss? Hört sich irgendwie so an, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist er besiegt. So, Soldier. What's your angle? What? Classified military info? Huh? What's the matter? You quit, didn't you? Did you think I'm gonna go out there and just tell everybody your secret? I'll see. My angle. I'm after the Falsi. Still happy you tagged along. Diesen Final Fantasy Teil finde ich das sehr geil, dass jeder seine eigene Story sozusagen hat. Stay here. So sorry. I didn't mean to. These people need heroes. Here. You keep your cool, and they will too. You got it? Got it. What's our motto? The army's no match for Nora. That a boy.
Widerstandsfront im Brückland. Und genau um diese Sache und den blonden, gut aussehenden jungen Mann kümmern wir uns in der nächsten Folge bei Let's Play Final Fantasy 13. Haut rein! Wuhu! Tschüss!